Das Riechen ist ja ein Sinn, der nun nicht so im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht, aber ich will vielleicht mit einem provokanten Satz hier auch beginnen, der heißt, bevor Lebewesen sehen und riechen konnten, konnten sie riechen. Also ist tatsächlich so, als das Leben auf dieser Erde entstand, vor vielen Jahrhunderten von Millionen, da haben die ersten Lebewesen natürlich in den Tiefen des Urmeers, des Ozeans, der Dunkelheit erstmal angefangen. Und diese Einzeller in der Regel, die mussten natürlich nicht sehen und hören können. Da unten gab es nicht so viel Licht und auch keine Möglichkeit, sich über Töne zu verständigen. Da war der chemische Sinn war der entscheidende, um einfach von Anfang an, erstmal natürlich mussten schon die Einzeller ja wissen, was kann ich als Nahrung finden. Und als sie dann zweigeschlechtlich wurden, war es natürlich auch wichtig, dass sie wissen mussten, wo kann ich vielleicht auch meinen Partner finden. Und das alles bei völliger Dunkelheit unten im Wasser. Also Sie sehen, ein uralter Sinn, der dann, als die Tiere, ja so vor, wann war es, 400 Millionen Jahren, kann man sich nur schwer erinnern, ans Land stiegen dann waren die natürlich auch schon höher entwickelt. Da gab es dann also auch schon die Fische und Reptilien, die dann an Land kamen. Und da hatten die natürlich schon Augen und Ohren, weil das war dann doch, als sie an der Oberfläche des Wassers waren und es auch Licht und Sonne gab, gab es natürlich auch schon die Notwendigkeit, diese Sinne natürlich zu benutzen. Aber trotz alledem hat sich dann selbst bei diesen Tieren der Geruchssinn in einer enormen Breite und auch in einer enormen Spezialisierung weiterentwickelt. Und wenn wir also dann die Säugetiere anschauen, die Tiernasen, dann fällt uns schon auf, es gibt ja eine riesige Vielfalt von unterschiedlichen Nasentypen, die aber, und das kann ich Ihnen jetzt schon hier sagen, also Wirbeltiere, Säugetiere haben zwar völlig unterschiedliche Nasenformen, also jeder kennt, das ist jetzt mal eine Hunde, eine wunderbare Kaninchennase oder aber auch die Elefantennase, die ist schon mal einen Meter lang natürlich, die hat doch gewisse Vorteile und natürlich oder auch so dass die Schnüffelnase eines Schweines. Ja. Obwohl sie alles unterschiedlich ausschauen, haben sie alles gemeinsam. Im Inneren schauen sie alle gleich aus. Also alle Nasen, das Wirbeltiere, Säugetiere sind in ihrer Struktur, in ihrem Aufbau identisch und überall funktioniert das Riechen gleich. Sodass sie also, wenn sie riechen, verstehen, ob das jetzt beim Schwein, beim Hund oder beim Elefanten ist, dann verstehen sie auch beim Menschen das Riechen, weil wir genau die gleichen, in unserer Nase schaut es genauso aus wie bei all diesen Tieren. Manchmal sind mehr Zellen, manchmal weniger und ähnliches, aber die Grundprinzipien bleiben die gleichen. Und die haben sich wirklich dann bei den Säugetieren gerade in vieler Weise entwickelt und waren auch ganz wichtig fürs Überleben dieser Tiere. Sie sehen schon ganz, da geht es also dann um Nahrungssuche natürlich und um natürlich auch Analyse. Also die Tiere riechen erstmal an was, bevor sie was essen. Ich ärgere mich mit meiner Katze jeden Tag, dieses Viech. Ich kann ihr was geben, sie kennt mich gut, sie liebt mich, aber sie würde nicht einfach das, was ich ihr gebe, essen. Erst schnüffelt sie mal, sagt, du kennst mich doch, du vertraust mir doch. Nee, es wird erst mal dran gerochen und dann isst sie das auch erst. Also es ist wirklich so, dass diese Tiere alles erst mal analysieren und vielleicht gleich der Hinweis hier, bevor sie also lange auf Haltbarkeitsdatum schauen, vielleicht sollen sie erst mal dran riechen, ja, dann können sie sich viel ersparen. Also die Tiere haben natürlich diese Analytik und diese für die Nahrung, sie haben natürlich auch, müssen natürlich auch Nahrung finden. Sie sehen, so ein Hund, der wird also, wenn er dann der Jagdhund den Fasan hier mal hier oben gerochen hat, dann wird er natürlich auch versuchen, diesen Fasan in seiner Spur zu folgen und ihm eben immer der Nase nach sozusagen dann auch, wenn es geht, noch zu erwischen. Also da war es für die Tiere natürlich sehr wichtig, dass sie eben den Geruchssinn hochentwickelt haben, um eben sich da zu spezialisieren. Aber natürlich gibt es natürlich auch die Wahrnehmung für die Warnung und natürlich auch für die Feinde und für den Schutz vor den Feinden. Die Tiere müssen natürlich wissen, wenn es brennt, also Brand wissen wir alle, riechen Tiere viel eher als wir Menschen, können uns auch warnen. Schade, dass da in Paris eben die Hunde wahrscheinlich nicht in der Notre Dame waren. Die hätten das viel früher als die Feuerwehr gemerkt. Und ein schreckliches Ereignis. Und die Tiere müssen natürlich auch sich vor allem ihre Feinde riechen und müssen wissen, wann
wann muss ich rechtzeitig fliehen. Und ich kann das jetzt hier schon sagen, Düfte reichen, als die Tiere an Land stiegen, natürlich viel weiter als das Auge. Das heißt also, Düfte haben sich über den Wind, können sich die ausbreiten über einen Kilometer. Und jeder, der eben ein vielleicht Jäger ist, der weiß, das Einzige, was er nicht tun darf, ist in irgendeiner Form im Wind stehen, damit die Tiere, auch wenn sie ihn nicht sehen, riechen, weil dann sind sie eh schon weg. Also insofern ist das natürlich gerade die Witterung von Feinden was ganz Wichtiges. Und natürlich, Tiere müssen auch wieder dahin finden, wo sie herkommen. Navigation, das sind ja Experten, Weltmeister zum Teil. Also wenn man an, jeder kennt natürlich die Geschichte von den Zugvögeln, die irgendwo nach Afrika fliegen. Und früher haben immer gedacht, naja, die haben ein Magnetfeld und die haben, ich weiß nicht was, eine Orientierung, eine optische Orientierung. Haben sie alles, machen sie auch alles. Aber inzwischen weiß man, dass sie tatsächlich auch nach Duftmarken fliegen. Das heißt, wenn sie also irgendwo über ein Waldgebiet oder über einen Fluss entlang zum Beispiel fliegen, dann riechen sie diesen Fluss und orientieren sich dann an den Flüssen entlang. Und das ist etwas, was für die Tiere eine der wichtigsten Orientierungsmerkmale ist, tatsächlich der Duft von, oder der Geruch von Wasser, dem sie dann auch entlang folgen können. Oder natürlich, jeder kennt natürlich die Hochleistungen, die man jetzt bei Fischen findet, ob das jetzt die Lachse sind in Alaska oder in Amerika oder ob das eben die Aale sind und die Schildkröten, die über, ich weiß nicht wie viel, hunderte, tausende von Kilometern eben sich dann im Meer bewegen, ohne dass sie jetzt irgendeinen Anhaltspunkt haben, sondern nur eben dem Duft entlang, der Nase nach, ja. Also da sind sie natürlich großartig geworden und bis hin natürlich zur ganzen Erkennung von Sexualpartnern. Ich habe Ihnen schon gesagt, es war ganz wichtig, als es zweigeschlechtliche dann Lebewesen gab, dass sich die Geschlechtspartner finden. Und zwar nicht nur die Geschlechtspartner finden, sondern auch noch zum einen nochmal abchecken, sind das überhaupt die richtigen? Das ist ja nicht ganz so trivial immer. Also wir wissen jetzt von Schmetterlingen zum Beispiel, dass die ganz komplizierte Duftmechanismen haben. Das heißt, das Männchen gibt einen Duft ab, das Weibchen gibt, und das muss alles zusammenpassen, sonst kommt es nicht zur Paarung. Wenn irgendeiner nicht den richtigen Schlüssel hat, den richtigen Duft hat, dann wird er gleich aussortiert, dann darf er nicht zur Paarung antreten. Also das ist bei den Tieren sehr streng reglementiert natürlich, um eben natürlich auch sozusagen die Reinheit dieser Spezies dann auch zu erhalten. Und sie haben natürlich auch die Aufgabe, den richtigen Partner zu finden. Und darüber reden wir ja dann noch in der übernächsten Stunde. Was haben wir davon noch? Das heißt, die Natur hat es wirklich gesteuert, dass jedes Tier, wenn es einen Sexualpartner sich aussucht, den ja genetisch am besten ist, um für die Nachkommen die optimalen Bedingungen zu bieten. Denn was die Natur natürlich möchte, die Evolution ist, sie möchte zum einen natürlich viele, dass die Tiere, die Lebewesen sich stark vermehren, aber sie möchte auch natürlich gesunde Lebewesen auf die Welt bringen, und das hat natürlich einen Vorteil. Und da kann man tatsächlich offensichtlich die Gene des anderen riechen, und damit hat die Natur gesteuert, dass immer die genetisch optimalen Partner dann auch zusammenkommen, wenn sie die Möglichkeit haben. Also das ist ein ganz wichtiger Sinn, wo, glaube ich, das Riechen einen enormen Fortschritt in der Evolution gebracht hat über diese Duft. Aber das haben auch schon die Tiere im Wasser übrigens. Also es gibt ein Max-Planck-Institut in Plön da, der sehr viel an diesen Erkennung von Geschlechtern bei Fischen arbeitet. Der findet eigentlich da schon genau die gleichen Mechanismen wie bei uns dann. Und natürlich als letztes vielleicht Kommunikation. Klar, Tiere haben keine Sprache in dem Sinne. Natürlich, die haben auch eine Sprache, aber eine sehr rudimentäre Sprache, würde ich mal sagen. Aber sie haben eine chemische Sprache. Und diese chemische Sprache ist zum Teil hochdifferenziert. Die können fast dasselbe mitteilen, was wir auch können. Sie können zwar nicht schreiben und lesen, aber wenn so ein Hund an einem Baum pinkelt, kann ich Ihnen sagen, in der Flüssigkeit, da ist so viel Duft drin, der könnte ein ganzes Plakat da schreiben. Der nächste Hund würde, wenn er das lesen könnte, ein ganzes Plakat lesen davon. Also das ist wirklich großartig. Da geht es um, wann er da war, die Zeiten und ob es ein Männchen ist und ob er läufig ist. Es sind 1000 Duftinformationen in dieser Flüssigkeit drin. Also die Kommunikation ist wichtig, auch untereinander. Und das ist ja auch was Schönes. Also Hunde können ja tatsächlich nun nach Belieben an anderen schnüffeln, an allen Stellen, wo wir jetzt das nicht trüffen, trauen, dass wir am anderen noch schnüffeln. Ja. Sie trauen sich ja kaum, den anderen jetzt mal
nebenzu anzuschnüffeln wahrscheinlich, oder haben Sie es schon mal heute gemacht, seit Sie da sind. Also Sie sehen, das sind Dinge, die jetzt wirklich, die natürlich für die Kommunikation wichtig sind. Ich werde Ihnen dann noch Geschichten erzählen, was also wirklich auch Primaten für Kommunikation haben und wie auch Menschenaffen nun tatsächlich auch über Düfte Rangordnungen machen, wie sie wirklich auch fast menschenvergleichbare Informationen austauschen. Also ein Riesenthema, das heißt, ich will es in dem kleinen Film zusammenfassen. Also die Tiere haben ein ganz breites Spektrum natürlich von Funktionen, die Nase. Sie müssen eben natürlich, die Augen haben sie auch, aber eigentlich können sie ohne die Nase nicht leben. Und sie sind viel mehr nasenorientiert in der Regel als Augen. Und Sie sehen, die Kommunikation geht natürlich auch immer über die Nase, wenn sie sich treffen. Und wenn eben so eine Antilopen oder Zellen schauen, dann werden sie immer zuerst mal die Nase in die Luft halten und zu schnüffeln. Sie sehen natürlich was, aber wenn sie sich darauf verlassen würden, dass sie ihren Feind sehen, dann wären sie schon längst gefressen. Also sie müssen erst mal riechen, da geht nämlich der Duft viel, viel weiter, über Kilometer weit. Und dann können sie natürlich auch noch rechtzeitig fliehen. Vielleicht noch ein wichtiger Satz zu den Düften. Die Menschen, ja gut, Sie sehen schon, das haben hingekommen. Zigarren können wir riechen natürlich, wir können aber auch Blumen riechen. Ein wichtiger Satz, was die Düfte von anderen Sinnen unterscheidet, oder zwei wichtige Dinge. Das eine ist, ein Duft ist tatsächlich etwas, was Bestand hat, ein Reiz, der lange Bestand hat. Wenn Sie jetzt irgendeinen Film anschauen und Sie gehen aus dem Kino raus, dann sind die Bilder weg. Sie haben mal was gehört in dem Film, auch alles, was ihr an Schallwellen in Ihr Ohr gekommen ist, sind weg. Wenn Sie dagegen einen Duft irgendwo in einem Raum haben, der bleibt da drin. Das heißt also, Düfte haben nicht nur die Information, dass sie irgendwo herkommen, sondern sie haben auch eine bleibende Information. Also wenn ich in den frühen Aufzug einsteige in der Uni, dann weiß ich fast schon, wer bei mir oben am Lehrstuhl da ist, weil nach denen riecht es nämlich schon, der ein paar Fahrer. Da kann ich schon fast sagen, wer bereits da ist und wer nicht. Ja. Und das ist natürlich auch für die Tiere unglaublich wichtig, weil Tiere natürlich auch damit riechen können, ist denn ein Feind da gewesen. Die müssen ihn gar nicht mehr sehen, aber der Duft ist noch da. Und das kann über Stunden, Tage oder länger anhalten. Ich sage immer wieder, es ist viel leichter, einen Duft in einen Raum zu kriegen, als ihn wieder rauszukriegen. Das betrifft alle, ob das jetzt ein Duftkino ist oder was immer. Es ist kein Problem, also wäre kein großes Düfte an Sie hinzukriegen durch irgendein, heutzutage auch eine technische Möglichkeit im Computer oder was immer. Aber wenn Sie dann den 20. Duft im Raum zu Hause mal vielleicht entlassen haben, am Schluss stinkt es dann wie in einem Parfümerieladen, alles durcheinander, Sie kriegen die Düfte nicht mehr raus. Und da werden wir auch natürlich intensiv dann, wenn es um Marketing geht, drüber reden. Also wie können Marketingfirmen das einsetzen und die Düfte auch wieder wegkriegen und nicht nur an die Nasen hinbekommen. Also das ist für Tiere ja auch ganz wichtig, weil sie dann eben über lange Zeit noch Informationen über Düfte bekommen können. Ja, wie sieht es jetzt beim Menschen aus? Wir haben ja schon gehört, die Menschen haben nun tatsächlich irgendwann mal, als die Zivilisation jedenfalls so richtig einsetzte, entschieden, Nase ist für uns nicht mehr so wesentlich. Das war wahrscheinlich ein großer Fehler. Aber das waren natürlich eher so die Geisteswissenschaftler. Die haben nämlich gesagt, naja, die Biologen haben immer schon gesagt, die Nase ist wichtiger. Aber die Geisteswissenschaftler haben gesagt, Menschen sind eben tatsächlich kognitive Wesen, die sind vergeistigt, und wenn man so richtig vergeistigt ist und kognitiv ist, da muss man lesen und hören können. Das sind die Hauptsinne, das sind die hohen Sinne, sehen und hören. Und diese Nase, naja, also wer so mit der Schnauze normal am Boden rumschnüffelt, und der hat überhaupt keine Distanz zu den Gegenständen, weil der ist ja schon direkt dran an den Dingern. Und also das kann nichts geistig Wertvolles sein. Und das machen ja auch die Tiere. Und nachdem ja wir Menschen alles anders sein wollten, als irgendwie mit den Tieren auch nur einen Vergleich zu haben und verwandt, ursprünglich wollten wir nicht mal verwandt sein mit den Tieren, wir wurden ja von Gott ja extra geschaffen und die Tiere auch extra. In Amerika glauben sie immer noch manche. Also bei manchen wird man es auch nicht vermuten, ja, wenn man da schaut in Amerika. Da ist eigentlich schon offensichtlich, dass das nicht so ist. Also wir wollten mit den Tieren uns auch trennen, und am besten von den Tieren abtrennen kann man sich über die Düfte und die Nase, denn die sind ja so die Duftgesteuerten, die da immer da unten rumschnüffeln. Wir sind ja im wahrsten Sinne des Wortes hochnäsig geworden. Ja. Wir haben die Nase da oben, und da gibt es natürlich auch weniger Düfte als da unten. Wir wissen ja, die Düfte müssen erstmal hochkommen.
Der zweite Punkt, glaube ich, war auch, ist ein wichtiger, ist, dass natürlich auch die Religion eine Rolle gespielt hat. Denn es ist schon klar, wer mit seinem Hund spazieren geht, der weiß es sowieso. Also wenn er mit seinem Rüden spazieren geht und er läuft da irgendwo an einem Rhein entlang und da ist in der Nähe eine läufige Hündin, die auch gerade spazieren ist und der Hund riecht die, da haben sie wenig Chancen. Also der will dahin, ja, der wird durch den Duft gezwungen, dahin zu rennen. Dem können Sie auch eine Weißwurst oder hier wahrscheinlich irgendeine Frankfurter, was gibt's hier da, Wurst anbieten, das interessiert den nicht. Der Duft der läufigen Hündin zwingt den, dorthin zu rennen. Das heißt, es war schon klar, Düfte verführen Menschen. Düfte vielleicht, das ist ja auch, war so eine Idee auch der Kirche, Düfte zwingen Menschen zu Dingen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Damit ist der freie Wille natürlich in Frage gestellt. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist auch so. Düfte, und ich werde Ihnen das in der übernächsten Stunde vorführen, Düfte können Sie zu Dingen ja, zwingen, verleiten, ohne dass Sie da was dagegen tun können. Pheromone nennt man die Dinge. Hat es bei uns nichts mehr mit Sexualität zu tun, bei uns haben sie andere Funktionen noch, da gibt es nicht mehr so viel. Das wussten damals natürlich die Kirche noch nicht, dass das nicht bei uns so stark ist, aber für viele andere Düfte gibt es immer noch solche Reaktionen des Menschen, die nun tatsächlich durch den Duft von uns quasi gesteuert, dass wir duftgesteuert werden. Und das war, glaube ich, auch so ein Thema, wo man gesagt hat, nee, also das wollen wir ja doch als Menschen nicht, ja. Also wir haben zwar alle völlig unterschiedliche Nasentypen da, das kann ich Ihnen sagen. Der eine hat also irgendwie eine Hakennase, der andere hat irgendeine eine Mininase und alle möglichen und Knuffelnase. Innen drin schaut es überall gleich aus, riechen tun sie allerdings gleich gut. Das heißt, sie könnten ihre Nase alle in gleicher Weise einsetzen. Biologisch haben sie die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Grundbedingungen zu riechen. Also wenn Sie mal sagen, ja, ein Parfümeur, der riecht ja ganz anders als ich und so, der riecht nur deswegen so viel anders, weil er eben sich so viel mit seiner Nase beschäftigt. Im Inneren seiner Nase schaut es genauso aus wie bei Ihnen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich halt genug einsetzen. Wir haben ja heute mal versucht, jetzt ein Experiment zu machen und haben einfach jetzt mal versucht, einen Duft in diesen Hörsaal zu geben. Und wir wollen Ihnen auch jedes Mal jetzt dann die nächsten Stunden Ihnen einen anderen Duft anbieten. Also heute, für die, die da vorne sitzen, die kriegen es wahrscheinlich schon besonders intensiv mit. Wir haben jetzt nicht mehr allzu lange das Gerät laufen lassen, vielleicht bis zum Ende der Veranstaltung geht es bis da oben rauf. Heute haben wir einen Duft gewählt, oder habe ich einen Duft gewählt, ich weiß nicht, ob diejenigen, die vorne sitzen, ob die eine Vorstellung haben, was das ist, nämlich den Duft, mit dem wir den Kölner Dom beduftet haben. Wir haben jetzt vor 2 Jahren tatsächlich den ganzen großen Kölner Dom beduftet. Und die Idee dahinter war, dass das Domkapitel gesagt hat, wir haben in Köln immer so eine tolle Veranstaltung, Gamescom, da kommen 300 junge Leute, die machen nur diese Gamespiele, diese komischen Computerspiele da. Und die interessieren sich nur für dieses Computerzeug und nicht für unseren Dom. Wie gibt's denn sowas? Kommen nicht in den Dom. Dann haben sie also mal gefragt, diese Leute, warum geht ihr denn nicht in den Dom? Dann haben die also gesagt, naja, eigentlich mehrere Gründe kamen zusammen. Das eine ist, die haben gesagt, naja, da ist immer so finster drin, so, das Licht ist immer so schummrig, ist nicht so tolle. Die Musik, die ist ja gar nichts, da spielt irgend so eine Orgel, ganz was Komisches, ja, gar nicht unser Ding. Und es riecht komisch, so ein bisschen nach Muff und älteren Menschen und solche Dinge, das wollen wir alles nicht haben. Naja, daraufhin hat das Kölner Domkapitel gesagt, dann ändern wir das mal, haben also eine Lasershow inszeniert, haben einen berühmten DJ geholt, der an der Orgel nun wirklich Dinge gespielt hat, die Leute interessiert, und haben uns gebeten, mach doch mal einen anderen Duft da rein. Und wir haben dann zu einem berühmten Parfümeur, den Sie vielleicht auch dann kennenlernen wollen während der Veranstaltung, den haben wir dann gesagt, mach doch mal einen, ja, haben wir uns dann mit dem Domkapitel natürlich zusammengesetzt, um das nicht unabhängig von denen zu machen, mach doch mal irgendeinen modernen Weihrauchduft. Weihrauch 2.0 heißt er dann. Also das ist Incense 2.0, ein völlig moderner Weihrauchduft, der also in den Kölner Dom beduftet hat. Und das ist der Kölner Domduft inzwischen. Manche Pfarreien wollen ihn jetzt auch schon haben und wollen einfach wieder Kölner Dom riechen. Ich weiß nicht, ob der Mainzer Dom jetzt auch irgendwie wieder Kölner Dom riechen möchte. Dann kann man ihn natürlich auch ausleihen, diesen Duft inzwischen.
Im Moment machen wir für Sie gerade übrigens einen Duft für das Domkapitel, dass auch die Kirche in Jahreszeit ihren eigenen Duft haben. Da gibt es ja dann zu Ostern einen anderen Duft als zu Weihnachten und so. Also Sie sehen, das ist also der heutige Duft, der den Kölner Dom darstellt. Wir werden sehen, was die nächsten Düfte bringen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist jetzt für die Menschen noch übrig geblieben? Wofür ist die Nase da? Ist sie wirklich nur noch ein Lustorgan? Benutzen wir unsere Nase wirklich nur noch, wie wir vorher gesehen haben, um irgendeine Blume zu riechen, um vielleicht an eine Zigarre zu riechen, was die meisten schon gar nicht mehr wollen und sich trauen. Ja. Oder an einem Parfum einer schönen Frau zu riechen, das ist vielleicht doch für viele noch spannend, interessant. Oder natürlich, klar, wie hier, an einem schönen Glas Wein zu riechen. Ist das das Einzige, wofür wir die Nase noch brauchen? Ich kann Ihnen sagen, das ist natürlich nicht so. Und wir wissen natürlich schon lange, dass auch wir Menschen noch weiterhin ganz wichtige Funktionen in der Nase haben. Und Sie sehen hier ein paar Sätze, die hier stehen. Also ich kann nicht riechen, ich kann jemand oder die Chemie muss stimmen. Und ich darf Ihnen vielleicht gerade darüber drei Sätze vorlesen aus einem der letzten Bücher, die ich zusammen mit einer Journalistin geschrieben habe, wo das eigentlich so zusammen drin steht. Die Nase ist der Mittelpunkt unseres Gesichts, sie ragt hervor, fällt sofort jedem auf und lässt sich nicht verleugnen. Wir gehen immer der Nase nach, stecken sie gerne in andere Leute Angelegenheiten, obwohl uns deren Nasen oft nicht passen. Wir verdienen uns goldene Nasen oder laufen Gefahr, auf sie zu fallen, worauf wir sie gestrichen voll haben. Ungern lassen wir uns etwas aus der Nase ziehen, weil wir schon 3 Meilen gegen den Wind riechen können, dass uns da nur jemand auf der Nase herumtanzen will. Dass die Nase also nicht nur körperliche Funktionen erfüllt, sondern unverzichtbarer Teil unserer Gefühle und Emotionen und Instinkte ist, das hat der Volksmund bereits, wie Sie sehen, mit diesen Sätzen hier deutlich formuliert. Also Sie alle wissen, dass Sie bestimmte Leute riechen können oder nicht. Und ich bin nicht ganz sicher, ob heutzutage das immer so, Sie können sich ja überlegen, ob die beiden sich jetzt riechen können oder nicht. Auf alle Fälle, die Nase wäre nah genug an der anderen. Und es gibt eben natürlich auch Menschengruppen, wir haben uns ja davon weit entfernt, wir sind ja so die Vornehmen, die uns eben mit der Hand begrüßen, aber es gibt natürlich auch Menschengruppen, die tatsächlich Nasenkontakt pflegen. Das sind die Maoris, die also in Neuseeland leben, oder auch die Inuits, also früher waren es die Eskimos, wie man sagte, die nun in Alaska leben. Die begrüßen sich gegenseitig immer noch, indem sie Nase an Nase wetzen. Und Sie sehen, unsere Kanzlerin, die ist da durchaus angetan von diesen Dingen und macht also mit all diesen Leuten da durchaus ihre Nasenküsse mit. Also, manche Politiker, muss man sagen, dem habe ich das da oben hingemacht, die haben allerdings schon durch bestimmte Aussagen so lange Nasen bekommen, dass sie sich da schwer tun, natürlich solche Nasenküsse abzugeben, wenn man ehrlich ist. Aber wir in unserer Gesellschaft, wir geben uns ja normal die Hand. Und ich kann das vielleicht schon vorwegnehmen hier. Auch wenn Sie jemand die Hand geben, haben die Psychologen herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie jemand die Hand geschüttelt haben, dass Sie nachher die Hand zu Ihrem Mund und zu Ihrer Nase führen, dass die hochsignifikant größer ist als normalerweise. Das heißt, offensichtlich versuchen Sie auch bei denen Sie die Hand geben, von denen dann noch einen Duft zu kriegen, nämlich von der Hand, von der Haut, indem Sie nachher Ihre eigene Hand an die Nase halten und damit auch Duftinformationen kriegen. Aber in Bayern, wissen Sie, da gibt es die Bussi-Bussi-Gesellschaft und die Küsschen-Küsschen-Gesellschaft. Das heißt, wir haben eigentlich auch schon angefangen, Mitmenschen nicht nur mit der Hand zu begrüßen, sondern sie eben zu küssen. Rechts und links. Wir sind in der 2-Kuss-Landschaft in Deutschland. Die Franzosen haben schon zu einer 3-Kuss-Landschaft gebracht. Die machen schon, also links, rechts oder so. Selbst das ist schon unterschiedlich, je nach Nation. Also, ich will nur dazu sagen, wenn Sie auch mal wieder schauen, also da kommt die Nase und Sie sollten das nun mal bewusst machen. Viele machen ja diese Küsschen so, ja, jetzt muss ich das sagen, küssen soll man ja auch nicht, sondern eigentlich geht es nur darum, Ihre Nase auf die Haut des Gesichts des anderen zu bringen, in Berührung zu bringen und in die Nähe zu bringen, um seinen Duft zu erhaschen. Also diese Küsschen sollten Sie wirklich nutzen, bewusst mal zu riechen. Wie riecht denn nun die Haut des anderen?
probieren Sie es mal und machen Sie nicht nur so reflektorisch, sondern nehmen Sie die Chance wahr und riechen Sie den anderen mal. Und dann ist vielleicht dreimal küssen sogar ganz gut, wenn Sie es beim zweiten Mal noch nicht wissen, dann können Sie nochmal sich vergewissern, stimmt es eigentlich oder stimmt es nicht. Und das geht schon bei den kleinen Kindern an, die üben ja, wie Sie sehen, auch schon diese Küsschen-Küsschen-Geschichten. Es funktioniert nicht immer gut, deswegen habe ich Ihnen die Bilder noch mitgebracht. Also es kann natürlich auch manchmal irritieren, zu sehen am Anfang dieser Bilder, dass also Sarkozy nun nicht unbedingt so ganz begeistert geschaut hat. Und berühmt war ja auch natürlich vor allem ist unser Ober-EU-Präsident Juncker, der gefürchtet ist für seine Küsse, ja, die er da beliebt hergibt und nicht immer großen Anklang findet. Und das sieht man auch bei Trump, der nicht, will auch nicht von jedem geküsst werden. Ja. Also Sie sehen, manchmal irritiert das also auch. Ja, also so können wir mit der Nase umgehen. Das ist die Frage, was passiert jetzt in Ihrer Nase, wenn Sie jetzt zum Beispiel tatsächlich in dem Moment, wo Sie die Nase auf dem Gesicht des anderen haben, tatsächlich mal einatmen würden. Aber da müssen Sie einfach nur einatmen, wenn Sie in der Nähe des anderen sind. Und deswegen müssen wir sich mal anschauen, wie ist denn Ihre Nase aufgebaut, was passiert dann? Also ich würde mal vielleicht jetzt grob sagen, die Nase ist so ähnlich gebaut wie ein Turm, wie ein Kamin. Es gibt einen Eingang, einen Kamin, wo es also unten irgendwie, der unten offen ist, ein Kamin, wo unten die Tür auf ist und oben einen Abzug hat, wo es irgendwie die Luft rausgeht. Und in diesem Duftkanal zieht also die Luft rein. Das heißt also, Sie atmen natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, selbst als Riechforscher muss ich das zugeben, dass Sie deswegen hauptsächlich Luft durch die Nase aufnehmen, um Ihre Lunge mit Sauerstoff zu füllen. Also bei aller Begeisterung der Düfte ist es nicht nur dazu da, dass Sie riechen können, sondern hauptsächlich damit, dass die Lunge ihr Sauerstoff bringen. Und deswegen versuchen Sie natürlich große Mengen von der Luft durch die Nase durchzuziehen und die geht also da oben rein und geht dann hier hinten rüber in die Lunge runter. Das ist der Hauptluftstrom. Der ist dazu da, zum einen, wie gesagt, Sauerstoff, zum anderen ist die Nase dann quasi das Gebilde, das erstmal die Luft noch erwärmt, damit es da unten nicht so kalt wird in der Lunge, wenn es da die eiskalte, vielleicht bei Minusgraden die eiskalte Luft runterkommt. Also sie soll erwärmt werden in der Nase, die Luft, darum sollen sie also eher durch die Nase als durch den Mund atmen. Und sie soll natürlich auch so ein bisschen von Keimen befreit werden. Da sind ja auch sehr viele Keime oft in der Luft, die werden dann durch den Nasenschleim schon ein bisschen rausgefiltert. Hat also auch so Reinigungsfunktionen. Und deswegen hat die Nase auch kleine Härchen, die das Zeug dann immer wieder nach unten und raus transportieren. Aber wo ist jetzt das Riechen? Nun, es ist Ihnen vielleicht neu, dass die Nase eigentlich drei Etagen hat. Das ist also sozusagen wie so ein Turm mit drei Etagen. Und in der obersten der Etagen, da sind nun die Riechzellen, die Riechschleimhaut, das Riechepithel. Aber, und das wundert auch viele Leute, die Luft zieht gar nicht über dieses ganze Riechepithel hinweg, die Sie einatmen, sondern diese Riechschleimhaut, das Riechen, das passiert oben in einem kleinen Kaminzimmer. Das heißt, in der dritten Etage oben, da gibt es ein Zimmer, das so etwas abseits von diesem Luftstrom, da ist die Tür nur einen Spalt offen, und durch diese kleinen Spalt der offenen Tür, da wird aus der Luft, die Sie einatmen, bei jedem Atemzug ein kleiner Anteil, man spricht von vielleicht 5% aus der Luft, wird da als Probe entnommen und über diese Riechschleimhaut geleitet. Also jedes Mal, wenn Sie einatmen, nehmen Sie so eine kleine Probe von 5% aus dieser Luft über die Riechschleimhaut, über die Riechzellen und die analysieren Sie eigentlich nur. Und diese Tür, die ist natürlich so klein, dass die manchmal auch zu ist und das werden wir dann in der Vorlesung, wenn es um die Gesundheit und um die oder Krankheit der Nase geht, hören, dass wenn da Schwellungen sind, dann ist diese Tür zu stark zugeschwollen und dann geht gar keine Luft mehr durch und dann riechen Sie nichts mehr, obwohl Ihre Riechzellen eigentlich völlig in Ordnung sind, aber es kommt durch den Spalt gar nichts mehr durch. Also es ist dann, wenn Sie eben eine starke Entzündung haben, Erkältung haben, Polypen haben, die das verlegen, die Tür, also solche Dinge. Also in der obersten Etage ist diese Tür, durch die dann ein Teil der Luft dann eben auf die Riechzellen geleitet wird und die analysieren das dann. Also das ist eigentlich der klassische Weg, aber
Das sind ja alle Weinkenner hier, das ist ja klar, da in Mainz, ja, wer kennt sich da nicht aus an Weinen? Und Sie wissen, dass so ein Wein, wenn Sie daran riechen, dass da oft ein ziemlicher Unterschied ist von dem Wein, ob Sie ihn riechen oder ob Sie ihn im Mund haben. Da können Welten dazwischen sein. Manche haben einen wunderbaren Duft und haben, wenn sie den Mund nehmen, irgendwie flach. Und manche, die riechen nach nichts und wenn sie den Mund nehmen, dann gibt es einen wunderbaren. Und außerdem wissen Sie auch, dass wenn Sie eine Zeit lang einen Wein, oder wenn Sie einen Wein im Mund gehabt haben, dass Sie dann, wie sagen die Weinerkenner immer, dass es dann noch einen Abgang gibt, einen Finish. Also es kommt dann irgendwie ein bisschen später nochmal ein, kommen nochmal Düfte hinzu, die Sie vorher gar nicht gerochen haben. Und woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass Ihre Nase noch einen zweiten Zugang hat. Das heißt, aus Ihrem Mund geht hinten, ganz da hinten, eine Röhre hoch in Ihre Nase. Also vom hintersten Teil des Mundes zieht noch eine Röhre in Ihre Nase, sodass Sie also auch, wenn Sie die Nase im Grunde genommen zu haben, mit der Zeit, wenn Sie lange Zeit im Mund was kauen und rumtun, dass Sie mit der Zeit dann auch die Aromastoffe, die Sie im Mund haben, über diese hintere Röhre noch in Ihre Nase leiten können und auf die Riechzellen bringen können. Man nennt das retrogrades Riechen im Vergleich zu dem orthograden, das also direkt durch die Nase geht. Also das ist für uns Menschen und gerade für das Essen ganz wichtig, für das Kochen und auch für die Klinik zum Teil, werden wir noch hören, dieses Ortho- und retrograde Riechen, also zwei Zugänge zur Nase sozusagen und zu Ihren Riechzellen und zu Ihren Riechschleimhaut und Riechepithel. Deswegen heißt es immer, wenn Sie was essen oder trinken, dann kauen Sie auch viel. Also wenn Sie einen Wein nur runterschlucken, merken Sie gar nichts. Also wenn Sie noch kauen, sodass die Aromastoffe noch freigesetzt werden, dann wird es natürlich auch noch intensiver. Wobei es meistens schon reicht, sagen wir, wenn Sie jetzt mal was ganz Ekliges haben, ich habe schon erzählt, das musste immer Leberdram, Bur, Lecithin, flüssig, schreckliches Zeug, als Kind nehmen, die Mutter jagte mich immer mit dem Löffel in der Hand, ich lief immer weg und sie irgendwann erwischte sie mich doch und dann wollte sie mir diesen Löffel mit dem Zeug reinschieben. Das Einzige, was mir übrig blieb, war die Nase zu, war die Augen zu und dann dieses Zeug hier rein, sodass man dann, wenn man das ganz schnell runterschluckt, dann merkt man wirklich nicht, was man isst. Aber, wie gesagt, Sie sollten das bei den guten Weinen natürlich nicht unbedingt so machen. Ja. Also, das ist das, was in der Nase hier oben in dieser Riechschleimhaut passiert. Und wie sieht das die Riechschleimhaut aus? Wie ist die aufgebaut? Was wir wissen, dass in die Riechschleimhaut des Menschen, die besteht eigentlich sehr simpel, wenn man ehrlich ist, nur drei Zelltypen. Es gibt so gelbe, das sind die Riechzellen. Ich erkläre es gleich noch näher. Dann gibt es dazwischen diese rötlichen Zellen, das sind die Stützzellen, die sind sozusagen damit, dass auch die Riechzellen irgendwie eine Stabilität und eine Stütze haben. Allerdings sind sie auch dazu da, dass sie verschiedene Schadstoffe, die sie mit der Luft aufnehmen, die können dann diese Stützzellen abbauen und können sie wieder entsorgen und schützen also auch die Riechzellen etwas. Und dann, ganz spannend, gibt es eben noch sogenannte Basalzellen, die sieht man da oben, das sind diese Runden in ihrer Riechschleimhaut. Und das sind nun echte neuronale Stammzellen. Also Sie haben im Riechepithel Nervenstammzellen und die erneuern, ich komme gleich nochmal drauf, die erneuern Ihre Nase alle 4 Wochen. Das heißt, die produzieren permanent diese Stammzellen neue Riechzellen, aber auch neue Stützzellen. Alle diese Zellen werden permanent neu gemacht. Sodass man im Durchschnitt sagen kann, einmal im Monat haben Sie eine komplett neue Nase. Also nicht außen, aber innen natürlich, ja. Also, das Wichtige sind natürlich diese Riechzellen. Und was Sie sehen, also hier ist sozusagen, hier kommt die Luft an mit den Duftstoffen. Hier wird also quasi die Luft reingeleitet. Und Sie sehen, da ist der Nasenschleim. Und die Riechzellen, die haben so eine komische Struktur. Die haben einen Zellkörper, wie alle Zellen natürlich, mit einem Zellkern, wo natürlich auch die genetische Information gespeichert ist. Und dann haben Sie auf der einen Seite von dem Zellkörper, haben die Riechzellen einen langen Nervenfortsatz, den habe ich jetzt hier abgeschnitten da oben. Der ist eigentlich so lang, dass er hier weitergehen würde, und zwar bis in Ihr Gehirn hinein. Also jede Riechzelle hat einen Nervenfortsatz, einen dünnen Nervenfaden, der bis in Ihr Gehirn, der durch den Schädelknochen hindurch in Ihr Gehirn geht. Also so ein Stück Nervenfortsatz von jeder Riechzelle. Und wenn ich Ihnen sage, dass Sie ungefähr 20 bis 30 Millionen von diesen Riechzellen haben, niemand hat sie so genau gezählt. Das Riechschleimhaut ist ungefähr das Stück von einem Euro groß, dass Sie sich eine Vorstellung machen können. Also von jeder Nasenseite hat die Riechschleimhaut eine Euro große Fläche. Und da sind jeweils, also ungefähr die Hälfte, dann so 15 Millionen Riechzellen auf dieser Fläche.
Und jede Lichtzelle hat einen dünnen Nervenfortsatz. Also 15 Millionen dünne Nervenfortsätze laufen da in ihr Gehirn rein. Die werden übrigens auch mit den neuen Stammzellen auch jedes Mal neu gemacht. Und sie haben am anderen Ende, hat diese Lichtzelle von dem Zellkörper aus, so einen langen Hals. Und da unten am Hals ist dann so ein Köpfchen, man nennt es auch Riechköpfchen. Und da sitzen lauter so fingerförmige Fortsätze, die Zilien heißen. So ist jede Lichtzelle gleich aufgebaut. Und diese Zilien, die ragen also in den Nasenschleim hinein und suchen sozusagen Duftmoleküle, die da durch die Luft angespült werden. Das sind wunderbare Gebilde. Die kann man natürlich auch im Querschnitt des so ein Schnittes durch so ein menschliches Riechepithel. Sie sehen, das sind so Riechzellen, das ist ein bisschen unscharf hier. Also hier ist der Zellkörper, das ist der lange Hals. Und da oben werden jetzt diese Köpfchen. Da sehen Sie jetzt überall diese Riechzellen liegen. Das ist der Zellkörper, wieder der lange Hals. Und da oben werden diese feinen Zilien, diese feinen Köpfchen. Und das wäre der Nasenschleim. Die Zellen sind völlig bedeckt mit Schleim, mit Wasser und Schleim. Das heißt, ich zeige es Ihnen nachher noch im Detail, Riechen funktioniert unter Wasser. Das wundert sich jetzt auch. Die meisten sagen, na gut, wir können die Tiere im Wasser riechen. Die können genauso im Wasser riechen wie wir. Nämlich wir riechen auch unter Wasser. Denn alles, was am Riechen passiert, ist unter Wasser, sprich unter dieser wässrigen Schleimschicht. Die Duftmoleküle müssen erstmal im Wasser gelöst werden und dann kommen sie erstmal zu den Riechzellen. Und dazwischen sitzen dann diese Stützzellen. Nun, ich will Ihnen noch so ein paar vergrößerte Aufnahmen von so Riechzellen, einfach um die Schönheit zu zeigen. Also hier ist so eine Riechzelle mit dem Zellkörper und diesem langen Hals. Das wäre jetzt das Riechköpfchen mit diesen fingerförmigen Ausläufern hier vorne. Oder ein besonders schönes Bild hier. Schauen Sie mal von oben auf das Riechepithel geschaut. Das Riechköpfchen einer Riechzelle des Menschen mit diesen blauen, wie so Polypen, Fingerchen. Und da kommen jetzt die Duftmoleküle an. Fingerchen, die beinhalten nun in diesen Fingern, in diesen Zilien, in diesen Strukturen, sind alle Komponenten, die überhaupt es ermöglichen, dass sie riechen können. Also riechen können heißt, dass sie im Grunde genommen ein chemisches Signal, ein Duftstoff, sind ja kleine chemische Moleküle, die müssen mal so klein sein, dass sie erstmal überhaupt in der Luft herumschwirren. Also riesengroße chemische Moleküle, die kann man deswegen schon nicht riechen, weil sie nämlich gar nicht in der Lage sind, oben in die Luft zu gehen. Die schwirren gar nicht rum. Also deswegen, um, wie man so schön sagt, volatil, um also flüchtig zu sein, dürfen solche Moleküle nur ein Molekulargewicht von 300 ungefähr für die Spezialisten unter Ihnen haben, dann sind sie in der Lage, hier rumzuschwirren. Das heißt, wenn man ehrlich ist, diese ganze Luft hier im Raum, die Sie einatmen, das sieht man nicht, ist voller Duftmoleküle. Von Ihnen selber, von der Beduftungsanlage, von den Möbeln, von allem, was Sie heute gegessen, getrunken haben, was Sie dabei haben, was Sie an Düften abgeben. Also hier gibt es eine unglaubliche Duftmischung und das ist das Faszinierende am Riechen. Das heißt, es ist eine unsichtbare Welt, die Sie permanent umgibt. Es wird nie eine Sekunde in Ihrem Leben geben, wo Sie nicht von einer Duftwolke umgeben sind, die Sie nicht sehen zwar, die Sie aber mit jedem Atemzug aufnehmen werden und aufnehmen und analysieren. Das heißt, mit jedem Atemzug analysiert diese Riechschleimhaut, diese kommende Duftmoleküle da oben an diesen Lichtzellen und werden dort dann analysiert. Und zwar analysiert heißt, unser Gehirn versteht, wenn man ehrlich ist, nur die Sprache von Strompulsen. Also alle Sinnesreize, ob Sie jetzt sehen, hören, riechen, ist völlig wurscht, oder tasten, da müssen immer Nervenverbindungen in Ihr Gehirn gehen und über diese Nervenverbindungen werden Strompulse in Ihr Gehirn geschickt. Und diese Strompulse informieren Ihr Gehirn, ja, ich bin gerade berührt worden oder ich habe gerade einen Lichtblitz gekriegt oder einen Ton gehört oder eben ein Duft. Eine Riechzelle hat ein Duftmolekül, wurde von einem Duftmolekül getroffen, dann produziert die Riechzelle einen Strompuls, der ins Gehirn geht. Ich habe Ihnen schon gesagt, diese Riechzellen haben wirklich die Fähigkeit, sich zu erneuern. Und das ist etwas eigentlich Sensationelles in der Neurophysiologie, in der Gehirnforschung, dass wirklich es gibt, die sich erneuern können. In ihrem Gehirn gibt es ja nicht auch ein paar inzwischen, wie wir wissen, aber Riechepithel erneuert sich permanent. Und diese Stammzellen, die kann man auch färben heutzutage, das heißt, man kann sie genetisch so manipulieren, dass sie
eine bestimmte Farbstoff haben, und das haben wir dann auch mal gemacht, und dann kann man sie auch erkennen in den Riechzellen, kann die auch isolieren und kann natürlich nun versuchen, diese Stammzellen auch zu züchten, um vielleicht neue Riechzellen zu züchten. Das wäre natürlich so ein Traum, den viele Wissenschaftler in der Welt natürlich immer wieder nachgehen. Also wir haben es auch eine Zeit lang versucht, aber es ist nicht ganz einfach, diese Stammzellen dann sozusagen so zu kultivieren, dass auch richtig funktionsfähige Riechzellen daraus werden. Und es ist bis heute eigentlich niemand so richtig gelungen, das zu benutzen. Deswegen gibt es bis heute, wenn man ganz ehrlich ist, keinen Ersatz für tote Riechzellen oder wenn Riechzellen nicht mehr funktionieren. Die Stammzellen kann man nicht so im Moment züchten, dass man sie dann auf andere Menschen überträgt, dass die dann wieder riechen können. Was wir allerdings wissen und dass viele vielleicht mehr Forschung daran getrieben wird, ist, diese Stammzellen zu benutzen, um andere Nervenzellen in ihrem Gehirn zu ersetzen. Ich war gerade schon zwei oder dreimal in China, die haben da ein Rieseninstitut gebaut in der Nähe von Peking, die nichts anderes tun, als neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer und Parkinson, zu behandeln. Da haben einen eigenen Flugplatz inzwischen gebaut oder Zubringer und was weiß ich. Und was die tun, ist dort, dass sie diese embryonalen Stammzellen, Riechstammzellen nehmen und eben Patienten, bei denen im Gehirn andere Nervenzellen, wie beim Parkinson zum Beispiel, Nervenzellen, die Dopamin produzieren, abgestorben sind, dass sie denen ins Gehirn solche Riechstammzellen injizieren, in der Hoffnung, dass diese neuronalen Stammzellen, die ja so embryonal, die noch so Urfunktionszustände haben, sich vielleicht in einer anderen Umgebung als im Riechepithel sich dann auch zu anderen Zelltypen entwickeln können. Und ja, also das ist im Moment noch ziemlich umstritten, diese Technik. Und da laufen natürlich immer so Filme, wo man sieht, wie einer auf der Bahre reingetragen hat und dann wieder rausgeht und so. Also es ist schon sehr grenzwertig, was da in China gemacht wird. Aber es ist eine Richtung, die man überlegen muss. In Australien gibt es auch einen wichtigen Forscher, der benutzt diese neuronalen Stammzellen für Querschnittspatienten, um sie da im Rückenmark vielleicht einzusetzen. Der hat eigentlich größere Effekte oder vielleicht solidere Daten als die in China mit den neurodegenerativen Erkrankungen. Denn was wir eben schon wissen, ist, dass bei allen neurodegenerativen Erkrankungen, ob das jetzt Alzheimer oder Parkinson ist, das kommen wir dann noch in den Vorlesungen dann drauf, dass Riechen immer mit betroffen ist und zum Teil das erste Symptom ist. Das heißt, die betreffen auch Riechzellen und Riechstammzellen. Ja, also was eben eine Riechzelle machen muss, ist diesen chemischen Signal, also diesen Duftsignal, in irgendeiner Form in einen elektrischen Strompuls umzuwandeln, der dann über den Nervenfaser zum Gehirn geleitet wird. Und als ich anfing, diese ganze Wissenschaft zu machen, so in den 1980er Jahren, da hatte man nicht die geringste Vorstellung, wie das funktioniert. Also was man wusste ist, man weiß, wenn man die Riechzellen stimuliert mit einem Duft, dann kommt irgendwie im Gehirn da ein Strompuls an, das ist das, was die Riechzellen in irgendeiner Form daraus machen. Und die große Frage war, was funktioniert dazwischen, was gibt es da überhaupt dazwischen? Da gab es ganz wilde Ideen und wie diese Düfte wirken können und wie die diesen Strompuls auslösen können. Nun, wir haben damals uns natürlich überlegt, wie kann man das imitieren? Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, man kann tatsächlich so Riechschleimhaut des Menschen auch oder auch von Tieren isolieren. Und dann stellt man erst schon mal fest, also das wäre jetzt sozusagen die Membran, also die Oberfläche von so einer feinen Fingerchen da, dass der Nasenschleim ein ganz wichtiges Element ist. Also ohne dass die Riechzellen in einem feuchten Milieu sind, funktionieren sie überhaupt nicht. Also wenn Sie mal eine richtig trockene Nase haben, ist es ganz schlecht, weil dann riechen Sie nichts. Wenn die so richtig eingetrocknet ist, dann sollen Sie immer natürlich so feuchte Nasentropfen nehmen und so etwas, um eben Ihre Nase feucht zu halten. Kennen Sie alle schon vom Hund, feuchte Nase ist immer ein gesunder Hund. Und so ist es für Menschen auch. Also feuchte Nase ist immer gut. Sollen Sie nicht zu feucht sein, denn wenn Ihnen der Rotz auf Deutsch aus der Nase läuft, dann riechen Sie auch wieder schlecht. Das ist natürlich auch nicht gut. Also, wir riechen unter Wasser, das heißt, diese feinen Fingerchen müssen unter einer wässrigen Flüssigkeit sein. Und die Duftmoleküle, die über die Luft kommen, müssen sich erstmal im Wasser lösen und müssen durch das Wasser hindurch an die Zellen kommen. Dass wir jetzt im Schwimmbad unter Wasser nicht riechen können, liegt nur einfach daran, dass wir nicht atmen können.
Die Fische atmen unter den Zuständen auch. Also wenn wir da einatmen können, dann würden wir auch riechen können. Aber da wir immer natürlich einatmen müssen, damit die Information ins Gehirn kommt, kann man natürlich auch nicht riechen unter Wasser. Aber eigentlich geht es vom Theoretischen her sehr gut. Es gibt natürlich Duftstoffe, die sind im Wasser löslich. Die gehen dann gut, die kann man dann gut riechen. Es gibt natürlich auch Duftstoffe, die sind im Wasser nicht löslich. Die sind nämlich nur im Fett löslich, von ihrer Struktur her. Und deswegen hat das Riechepithel, diese Flüssigkeit, dieser Schleim, auch tatsächlich nicht nur Wasser, sondern er hat auch sogenannte Bindeproteine. Also in dem Schleim sind Eiweiße, die Duftstoffe, die fettlöslich sind, binden können und die sie dann zu den Riechzellen transportieren. Also beides. Sie können sowohl wasserlösliche wie fettlösliche Düfte riechen. Die einen gehen direkt über den Nasenschleim zu den Riechzellen, die anderen gehen über diesen Transport, über diese sozusagen Shuttle-Service für diese Bindeproteine zu den Riechzellen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kann man nun rausbringen, wie funktioniert denn das Riechen nun molekular auf zellulärer Ebene, wie kriege ich dann Strom hin aus so chemischen Signalen? Nun, wir haben da schon sehr früh, also schon in den 80er Jahren, eigentlich dann so menschliche Riechzellen isoliert und haben gesagt, wir studieren sie einfach mal, was passiert denn mit denen, wenn ich da einen Duft drauf gebe und vor allem, welche Ionen oder welche interzellulären in den Zellen, welche Prozesse laufen vielleicht da ab. Und was wir feststellen konnten ist, dass wenn man so eine Riechzelle des Menschen mit einem Duft stimuliert, Sie sehen, dass der Zellkörper, dass der Nervenfortsatz ist hier natürlich abgeschnitten, weil wir den ja die Zelle aus der Riechepithel isoliert hatten. Da gibt es natürlich keine Nerven zum Gehirn mehr. Das ist der Hals und da vorne ist dieses Riechköpfchen. Hier wären diese feinen Zilien, die man hier nicht so gut die Fingerchen sieht. Und wenn ich hier jetzt einen Duft drauf gebe, dann sehen Sie mal, dass diese Riechzelle darauf reagiert. Und zwar in einem optischen Verfahren, das wir genommen haben, indem wir in die Riechzellen einen Farbstoff eingeführt haben, der immer dann seine Farbe ändert, wenn die Calciumkonzentration dieser Zellen sich ändert. Wir konnten also mit dieser Methode zum ersten Mal zeigen, dass bevor dieser Strom produziert wird, sich durch den Duft die Calciumkonzentration in diesen Zellen, also von 0 Calcium oder von wenig Calcium im Ruhezustand auf relativ viel Calcium, wenn die rot werden, wenn die jetzt beduftet werden, dann werden sie rot, diese Riechzellen, auf viel Calcium in der Zelle verändert. Also Calcium muss irgendeine wichtige Rolle spielen, offensichtlich bei dem Riechprozess, das war eigentlich damit gezeigt. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kommt es zu so einer Veränderung der Calciumkonzentration? Und wir sind jetzt so im Jahr 1990 ungefähr, man hatte alle möglichen Ideen, die Duftstoffe gehen direkt durch die Zellwand hindurch und setzen das Calcium hoch aus Speichern oder was weiß ich. Also es gab die wildesten Geschichten, niemand wusste wirklich in der Welt, wie Riechen funktioniert. Und dann kam aber zu dieser Zeit ein Wissen auf, wie Hormone funktionieren in der Zelle. Sie wissen ja, Sie haben in Ihrem Körper alle möglichen Sorten von Hormonen im Blut. Adrenalin, Dopamin, kennen Sie alle diese Namen, ja, Serotonin, das sind alles diese Hormone, die Sie haben. Auch die ganzen Sexualhormone natürlich. Und was Sie von den Hormonen wissen ist, außer dass sie woanders hergestellt werden, als sie wirken, daher kommt der Name dann auch, dass sie aber in ganz geringen Konzentrationen beim Menschen schon eine Bedeutung haben können. Also es reichen winzige Mengen von Molekülen, oft einzelne Moleküle, um schon eine Wirkung hervorzurufen. Also sie müssen irgendein Prinzip entwickelt haben, um dass man mit wenigen Molekülen schon viel erreichen kann. Und was man in dieser Zeit zum ersten Mal eben wusste oder lernte ist, es gibt solche Hormonrezeptoren, Sensoren in Zellen des Menschen, die für diese Hormone zuständig sind. Und diese Hormonrezeptoren, also wie gesagt, Dopamin, Serotonin, Adrenalin, wie sie die alle heißen, diese Hormonrezeptoren, die schauen alle relativ gleich aus oder ähnlich aus. Sie haben alle gemeinsame Grundstrukturen. Völlig egal, mit welchem Hormon sie dann im Grunde genommen reagieren. Aber das Grundprinzip ist dann, dass wenn man diesen Rezeptor durch ein Hormon aktiviert, dann schaltet dieser Rezeptor in den Zellen, in der Zellmembran, in der er drin sitzt, eine Signalverstärkungskaskade an, eine Signalverstärkungsmaschinerie an, also einen biochemischen Prozess in der Zelle, um dieses Signal, das ein Hormon sozusagen mit einem Rezeptor nur hervorruft, um dieses winzige Signal in der Zelle wahnsinnig zu verstärken. Und zwar um Faktor 1 bis 2000 nochmal.
Und dann kann sehr viel passieren. Und dann stellen diese Zellen aufgrund dieser Verstärkung bestimmte Stoffe her, die man zweite Botenstoffe nennt, Second Messenger. Und diese zweiten Botenstoffe, da gibt es verschiedene Sorten von denen, die lösen dann in den Zellen alle möglichen Reaktionen aus. Was die auch auslösen können, das wusste man damals zum ersten Mal dann auch, das war, dass sie nämlich einen zweiten Botenstoff herstellen können, der heißt zyklisches Adenosin-Monophosphat, also CAMP, C-A-M-P. Also dieser zweite Botenstoff, von dem wusste man damals, dass er zum Beispiel in der Retina oder so ähnliches auch Kanäle öffnen kann, durch die dann Calcium oder ein Strom fließen kann. Und das war natürlich schon spannend. Ja. Wir haben ja gerade gesehen, dass irgendwie müssen die Riechzellen Strom machen, müssen sie Calcium hochsetzen. Also kann es denn auch sein, dass Riechen auch nach diesem Prinzip funktioniert. Dass die auch irgendwie Rezeptoren haben, die dann einen Kanal vielleicht öffnen, durch den dann das Calcium einströmt, durch den dieser Strompuls kommt. Nun, das heißt, damals, so 1990, haben dann eine Reihe von Wissenschaftlern versucht, solche Rezeptoren zu finden, die für Düfte zuständig sind, und haben gesagt, na gut, so Riechrezeptoren, was müssen die jetzt haben, damit sie eben fürs Riechen passen und nicht für Hormone? Sie müssen wahnsinnig empfindlich sein, denn wir wissen ja auch, dass wir auf ganz wenige Duftmoleküle, die kann man schon riechen, man braucht ganz wenig, wie bei Hormonen auch wenig Moleküle. Sie sollten natürlich auch relativ spezifisch sein, das heißt, wir können ja sehr gut verschiedene Duftmoleküle unterscheiden, chemisch, also die müssen schon eine hohe Spezifität haben, und es müssten eigentlich ganz viele verschiedene sein, weil ich kann ja hunderte, tausende verschiedene chemische Moleküle unterscheiden, das kann wahrscheinlich nicht ein Rezeptor leisten, da muss ich wahrscheinlich viele haben. Und sie sollten natürlich vor allem in Riechzellen vorkommen, ist ja klar, sonst helfen sie wenig als Riechrezeptoren. Ja. Also das waren so die Ideen, und da haben dann viele Wissenschaftler daran gearbeitet, und wir eben besonders, ich war damals sehr viel natürlich auch auf Kongressen, und wir selber haben damit wenig zu tun gehabt, weil wir von der Elektrophysiologie her, also von den Strommessungen her kamen und diesen Dingen. Damals gab es eben schon eine Frau, Linda Back, die da sehr engagiert war. Die war eben damals, ich habe die in Florida am Beach getroffen und gesagt, Linda, was gibt's Neues? Die war bei einem Professor Richard Axel im Labor. Der Richard Axel, der hatte eigentlich überhaupt kein Interesse am Riechen, fand das total blöd, hatte nur Interesse an der Linda Back und hatte die deswegen eingestellt als Postdoc. Und die Linda hat also dann ständig bei ihm jetzt über Jahre, die war auch so ein bisschen spät berufen, kam eigentlich von ganz anderem Thema her, hat über Jahre, bestimmt 5, 6 Jahre lang versucht bei ihm im Labor mit, also Richard war sehr berühmt für alle möglichen anderen Dinge, muss man sagen, also großartige Institutsdepartement in den USA. Also er hat jedenfalls Linda voll unterstützt, sie hatte alle Möglichkeiten und es kam nichts dabei raus. Und jedes Mal am Beach sagte er wieder, so ein Mist, also was sie gesucht hat, waren Gene sozusagen, die den Hormonrezeptoren ähnlich waren und die vielleicht irgendwas mit Riechen zu tun haben könnten. Und es ging also gar nichts, und irgendwann hat sie mal gesagt, jetzt mache ich nur ein Jahr, dann höre ich auf, jetzt habe ich die Schnauze voll. Und dann hat sie tatsächlich 91, hat sie es dann tatsächlich geschafft, eine riesige Genfamilie bei der Ratte, sie hat also nur an der Ratte gearbeitet, muss man sagen, hat eine riesige Genfamilie bei der Ratte gefunden, die größte Genfamilie überhaupt im Genom der Ratte, also mit über 1000 verschiedenen Genen, die im Genom der Ratte vorkommen, die alle ganz ähnlich aussahen, also die alle strukturell sehr ähnlich waren, die alle diese Bedingungen erfüllt haben, dass sie diese Verstärkungsmaschinerie, also diese G-Proteine, diese Second Messenger herstellen können, dass sie diese Strukturmerkmale haben, und dass sie, wie sie nun dann behauptet hat, nur in den Riechzellen der Ratte vorkommen und sonst nirgends. Und das war dann tatsächlich diese lang gesuchte Familie der Riechrezeptoren. Es stimmte alles, was da steht, bis auf diesen Satz hier, dass sie exklusiv in den Riechzellen vorkommen, das ist völliger Blödsinn gewesen. Wusste sie eigentlich damals, glaube ich, auch schon. Ich kann sie nicht abnehmen, dass sie es nicht wusste, denn die Daten, die sie gezeigt hat, sind eigentlich eher gefaked in den Arbeiten. Aber sie musste es war ein reiner Indizienbeweis. Der Indizienbeweis war, ich habe eine riesige Genfamilie, die erfüllt alle Bedingungen, wie man sie braucht, um eben so empfindlich für Duftstoffe zu sein. Sie schaltet diese Kaskade, also diese Verstärkungsmaschinerie an, und sie kommt nur in Riechzellen vor. Damit war jedem klar, das müssen die Riechrezeptoren sein, und es gibt 1000 verschiedene davon. Und es waren letztendlich auch die Riechrezeptoren, aber wie gesagt, sie hat dann auch zu Recht den Nobelpreis dafür gekriegt, 2004
mit der Axel. Aber was nicht stimmte, waren und diese Aussage, da kommen wir nachher nochmal zurück, das ist also Blödsinn, die gibt es in allen Zellen Ihres Körpers und nicht nur in Riechzellen. Aber wenn Sie, glaube ich, damals gesagt hätten, die gibt es überall, dann hätte man gesagt, wenn da Geweide, das können keine Riechrezeptoren sein, kann nicht sein, dass da die Leber riechen kann oder die Lunge und die Niere. Aber das können die tatsächlich. Also, das war dann die Gene mal gefunden und jetzt ging es natürlich darum, wie beweise ich jetzt, dass diese Genfamilie tatsächlich auch riechen, dass die Rezeptoren, ich meine, vielleicht für alle die, die nicht so biologisches Grundwissen haben, die Gene in ihrem Genom, das sind quasi die Bauanleitungen und aus diesen Genen kann dann eine Zelle ein Eiweiß herstellen als Bauanleitung und diese Eiweiße, das sind die, also die Proteine, das sind dann die Riechrezeptoren. Also wenn ich jetzt mal die Gene gefunden habe und sage, das ist die Genfamilie der Riechrezeptoren, dann muss ich ja jetzt irgendwie beweisen, dass die Produkte dieser Gene, nämlich so ein Eiweiß, das ein Protein, das ich daraus herstelle, auch riechen kann. Und das war dann das Problem, das Linda Bach nie lösen konnte und Richard Axel. Da hat dann die ganze Welt, viele Labors haben dann versucht, das zu lösen. Wir auch, wir haben uns dann auch in diesen Wettbewerb begeben, weil wir gesagt haben, da kennen wir uns nun aus in diesen Dingen. Wir versuchen das auch mal, ob wir es nicht schaffen, irgendwie zu zeigen, dass tatsächlich so ein Gen, das die Linda Back als Riechrezeptor postuliert hat, dass die tatsächlich auch Düfte wahrnehmen können. Nun, wir haben dann nicht die Ratte genommen, sondern den Menschen und hatten das Glück, dass zu dieser Zeit, so um 1990 rum, 1994, dann auch die menschliche Genomtechnik immer besser wurde. Sie wissen, 2001 war das gesamte menschliche Genom dann von Enter sequenziert. Und wir wissen, dass wir Menschen ungefähr 20.000 Gene haben, die noch funktionieren. Und wir sind dann also in das menschliche System gegangen, haben die menschlichen Chromosomen, das sind die menschlichen Chromosomensatz, der Mensch hat also 22 Chromosomen, X und Y, das sind die Geschlechtschromosomen, und auf diesen Chromosomen liegen nun diese ganzen Gene. Und was wir nun sagen, ist natürlich, nun gab es zwei große Fragestellungen. Erstens mal hat der Mensch auch solche Gene für Riechrezeptoren. Da gab es ja bestimmte Strukturmerkmale, an denen man die erkennt. Und B, kann man es schaffen, eines dieser Gene vielleicht zu isolieren und in ein Eiweiß zu verwandeln, das dann wirklich riechen kann. Das war unsere Aufgabe dann in der Zeit, die wir dann auch tatsächlich lösen konnten. Also der Mensch hat tatsächlich auch solche Gene, zwar keine 1000 mehr wie die Ratte, also ich muss eigentlich richtig sagen, der Mensch hat auch über 1000 Gene, hat nämlich genau die Gene der Ratte auch für die Riechrezeptoren. Wir haben die übernommen von den Tieren. Wir sind in der Evolution immer nach oben gegangen und die Natur schmeißt nichts weg, sondern sie gibt es immer von einem zum anderen Lebewesen weiter. Das heißt, wir haben auch die in unseren Chromosomen, auf unseren Genen haben wir alle 1000 Riechrezeptor-Gene der Ratte oder der Maus, aber wir schmeißen sie nicht weg, sondern wir legen nur Gene, die wir nicht brauchen können, still. Und wir Menschen haben von diesen 1000 Riechrezeptoren der Gene der Ratte 2/3 stillgelegt. Wir haben nur noch 370 Gene dieser Familie, die tatsächlich funktionieren, die komplett intakt sind. Was ist das Komisches? Also jede ihrer Zellen besitzt das gesamte Genom. Es ist völlig wurscht, ob sie eine Leberzelle nehmen, eine Hautzelle oder eine Riechzelle. Im Zellkern ist das gesamte Genom des Menschen in jedem Zellkern drin. Der Mensch hat, und das wird Sie jetzt vielleicht auch überraschen, etwa 1 Million Gene. 1 Million Gene. Und davon sind nur noch 20.000 funktionsfähig. Wir haben also sozusagen 98% unserer Gene stillgelegt, jetzt mal salopp gesagt, abgeschaltet. Zum Teil natürlich auch nicht. Inzwischen weiß man, dass eben nicht alle funktionslos sind, sondern dass es natürlich nur 20%, also nur diese 2% können jedenfalls noch in Proteine dann umgesetzt werden. Die anderen sind zum Teil Versteuerung da und so, aber es sind ganz viele Gene dabei, die bei uns einfach nicht mehr benutzt werden, weil wir sie nicht mehr brauchen fürs Überleben. Also in unserem Genom ist das Ganze, sind die ganzen Gene unserer ganzen Vorfahren in der Evolution angesiedelt. Das sind die Gene für Ionenkanäle, die Bakterien entwickelt haben drin. Das sind die Gene, zum Beispiel alle Riechrezeptorgene der Fische drin. Von denen brauchen wir fast gar keinen mehr. Also es gibt einen ganz uralten Fisch, der ist der einzige, der älteste Vertebrat, den wir so kennen, heißt Schleimaal. Lebt in 2000 Meter Tiefe. Der kann nicht sehen und kaum hören. Er hat aber schon Riechrezeptoren. Wenn auch nur 10 Stück.
Und Sie glauben es nicht, diese 10 Gene, diese Schleimaal, der ungefähr vor 200 Millionen Jahren gelebt hat, dieser Schleimaal, die 10 Gene des Schleimaals sind exakt identisch in unserem Genom, sind weitergegeben worden bis zu uns. Also wer bestreitet da an Evolution, dass Gene von einer Art zur anderen weitergegeben werden? Wir haben die Gene von diesen Tieren alle drin und das sind komplizierte Gebilde, so ein Gen. Das kann man nicht einfach per Zufall nochmal entstehen lassen, sondern das sind natürlich alle übertragene Dinge. Also was wir sagen können, von den 20.000 Genen, die der Mensch noch funktionsfähig hat, damit bauen wir unseren ganzen Körper auf, alle Eiweiße, die sie herstellen, von denen sind 2% praktisch, also 400 etwa, nur für Riechrezeptoren. Das ist bei uns die größte Genfamilie, die es im menschlichen Genom gibt. Da sehen Sie mal die Bedeutung von, jedes dieser Gene ist hoch umkämpft, die wird ständig wieder überprüft, hat es einen Sinn für uns, brauchen wir das noch oder brauchen wir es nicht mehr. Wenn wir es nicht mehr brauchen, wird das Gen sofort abgestellt, abgeschaltet. Wir wissen jetzt schon, welche Riechrezeptoren als nächstes abgeschaltet werden. Also die Leipziger Gruppe da um Pevo, die ja diese menschlichen Genome vor allem analysieren, die wissen heute schon, welches die nächsten Riechrezeptorgene sind, die bei uns nicht mehr funktionieren werden, weil die bei den ersten von ihnen schon anfangen, schon nicht mehr zu funktionieren. Es geht allerdings langsam, das geht über Jahrhunderttausende. Also der Neandertaler, der hat praktisch noch die gleichen Gene wie Sie auch, da hat sich kaum was geändert, das sind vielleicht 10 Gene Unterschied von ihren. Also Sie sehen, es dauert ewig, bis sich da was ändert, aber es ändern sich dann Dinge. Also, wir haben 370 Riechrezeptorgene nur noch, die wir benutzen können. Die Ratte hat 1000, die Maus hat übrigens auch 1000 ungefähr. Können deswegen natürlich auch insofern besser riechen, weil sie eben eine breitere Vielfalt von Rezeptoren haben als wir. Und die sind über die ganzen Chromosomen des Menschen verteilt. Überall, wo rote Striche sind, sind solche Riechrezeptorgene. Der liebe Gott hat also wie mit der Gießkanne diese Riechrezeptorgene über unsere Chromosomen verteilt. Es gibt also nur 2 Chromosomen, die keins haben. Das Chromosom 20 hier und blöderweise das Y-Chromosom, blöderweise für uns Männer. Also wir Männer haben kein eigenes Gen für einen Riechrezeptor. Das hätten die Frauen ja dann nicht, ja, weil die haben ja kein Y-Chromosom. Das heißt, die können alles riechen, was wir auch riechen können. Also machen Sie keine Hoffnung. Die haben die gleichen Rezeptoren wie wir. Also, jetzt ist die Frage, Rama stellte sie uns, wie kann ich jetzt rausbringen, ob so ein menschliches Gen wirklich riechen kann? Und das war eine große Herausforderung. Nun, wir haben also, ich gehe nochmal eins zurück, also wir haben gesagt, okay, wir gehen einfach in das Chromosom 17 rein, suchen uns da so ein Gen aus, rein zufällig. Also war wirklich reiner Zufall, irgendein Mitarbeiter hat gesagt, ach, das gefällt mir gerade, Chromosom 17, das Gen Nummer 4, da oben, also Gen Nummer 4, Chromosom 17, Gen Nummer 4. Und was man bis damit tun konnte, ist, man konnte tatsächlich aus menschlichen, was man heutzutage auch natürlich permanent macht, wie Sie aus der Gentechnik kennen, man kann solche Gene ausschneiden, aus dem menschlichen Genom mit Genscheren diese Gene ausschneiden. Wir schneiden jetzt also eines dieser Gene für einen Riechrezeptor aus und versuchen nun, dieses ausgeschnittene Gen in Zellen einzubauen, von denen wir uns vorher vergewissert haben, dass sie auf keinen Fall riechen können. Also wir machen künstliche Riechzellen sozusagen. Das war unsere Idee. Gut, das war damals eine Technik, die neu entstanden ist, die man tatsächlich machen konnte. Wir haben also tatsächlich solche Riechrezeptorgene, also ein so ein Gen, das Chromosom 4, das Gen Nummer 4 vom Chromosom 17 ausgeschnitten. Und wie baut man das jetzt in andere Zellen ein? Ist ja nicht so einfach, dass man so ein Gen nehmen kann, einfach da reinsetzen. Sondern was man tut ist, das machen ja, das wusste man schon, das machen Bakterien und Viren, die in ihre Zellen eindringen. Was machen die? Sie haben bestimmte Mechanismen entwickelt, dass sie selber so kleine, die haben jetzt keine Chromosomen wie wir, so riesige Genansammlungen, die haben kleine Genringe, also Plasmide nennt man die. Also so ein Bakterium hat auch im Inneren so Gene, die in einem so einem kleinen Ring liegen. Und man kann jetzt also die Bakterien, das tut denen ja nicht weh, die kann man also umbringen, kann die Membran kaputt machen und kann ihnen diese ganzen Genringe klauen. Und isolieren und anreichern, sodass man also richtig eine ganze Masse von diesen Gen, von diesen kleinen Ringen hat, die in Bakterien drin sind und die eben die Gene der Bakterien enthalten. Und was man dann tun kann, ist, man kann diese Ringe aufschneiden und kann in diese Schnittstellen andere Gene einfügen, einkleben, richtig mit Klebstoff. Und wir haben halt tatsächlich in so kleine Bakterienringe nun ein Gen eines menschlichen Riechrezeptors eingefügt und reingeklebt, sodass wir also einen größeren
Bakterien ein größeres Plasmid hatten mit dem menschlichen Riechrezeptor drin. Und mit diesen Ringen hier haben wir also nun menschliche Zellen gefüttert. Die Bakterien können, also diese Ringe können in die Bakterien, in die Zellen des Menschen eindringen. Haben also menschliche Zellen gefüttert, von denen wir uns vorher vergewissert haben, dass sie auf Düfte nicht reagieren. Und haben da embryonale Nierenzellen genommen. Die hatten wir im Labor und haben da alle möglichen Duftstoffe draufgeschüttet auf diese Nierenzellen und die haben auf nichts reagiert. Also die können einfach nicht riechen, haben wir festgestellt. Und jetzt haben wir also diesen Rezeptor Nummer 4 von Chromosom 17 des Menschen in diese Zellen hier über diese Bakterienringe reingebracht. Die haben dann diesen Rezeptor hergestellt, diese Nierenzellen, und wir haben nun plötzlich Nierenzellen gehabt, die nun in ihren Membran einen menschlichen Riechrezeptor-Eiweiß in die Membran eingebaut haben. Und jetzt war die Frage, können sie jetzt riechen? Und wie testet man das? Man kann ja nicht fragen, die Zellen, könnt ihr jetzt riechen oder nicht? Also was man tut ist, man macht diese Reaktion, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wir wussten ja, Riechzellen, wenn die riechen, erhöhen sie ihre Calciumkonzentration. Also gehen wir davon aus, dass auch diese Nierenzellen, wenn sie riechen, ihre Calciumkonzentration erhöhen, haben also einen Calciumfarbstoff in die Nierenzellen gegeben und haben dann geschaut, ob, wenn ich die bedufte jetzt, ob die nun tatsächlich auch das Calcium erhöhen, genau wie das die Riechzellen machen. Und wir hatten natürlich, mein Gott, das hat Jahre, ich glaube 3-4 Jahre haben wir da wild gearbeitet dran, es ist nie irgendwas Richtiges vorwärts gegangen, wir konnten nichts. Sie taten nichts, die Nierenzellen. Irgendwann ist es uns dann tatsächlich mal gelungen, wie Sie sehen, dass man solche Nierenzellen, wenn man sie nun beduftet, denn die Frage war natürlich auch, wir wissen ja gar nicht, was dieser Rezeptor riechen kann. Woher soll ich denn jetzt irgendeinen Duft, das ist ja wahrscheinlich spezifischer Duft. Wir waren schon sicher, dass diese Rezeptoren für ganz bestimmte Düfte zuständig sind. Ich muss ja auch noch den richtigen Duft denen draufgeben, weil sonst reagieren sie natürlich nicht, weil der Rezept kennt ja. Dann sind wir zur Firma Henkel gegangen und haben gesagt, Leute, wir brauchen irgendein breites Spektrum aller Düfte, die ihr so überhaupt in der Repertoire habt. Die haben dann irgendwie eine Henkel 1000 oder 100 und 1000 Mischung gemacht, wo sie alles zusammengemischt haben. Da sind wir heute noch dankbar dafür, was sie so an Düften haben, an unterschiedlichsten chemischen Strukturen hatten, Duftmolekülen. Und die haben wir dann, diese Duftmischung haben wir auf die Zellen geschüttet. Dann haben wir geschaut, also wenn sie auf die nicht reagiert, dann ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Und tatsächlich haben wir es dann eines Tages geschafft, wie Sie sehen, ich gebe jetzt mal so einen Duft hier, das sind da die Nierenzellen, die blauen Flecken, die sind alle mit dem Farbstoff gefärbt und wenn Sie die jetzt beduften, schauen Sie mal, dann werden die alle knallrot. Also ich gehe nochmal zurück, also jetzt kommt der Duft und alle werden plötzlich rot, das heißt bei all diesen Nierenzellen, und das war einer dieser entscheidenden Momente, die vorher angesprochen werden, wo einem das Herz hochgeht, Nierenzellen können tatsächlich nun riechen. Wir haben zum ersten Mal bewiesen, dass diese Gene wirklich Riechrezeptoren waren, nach 7 Jahren nach den Nobelpreisträgern, die eben das nur behauptet haben. Jetzt war es zum ersten Mal gezeigt. Und haben wir den ersten menschlichen Riechrezeptor entschlüsselt. Und der Duft war Bourgognal, ein Maiglöckchen-Duft, das ähnlich riecht wie Maiglöckchen. Und wie gesagt, die Idee war, wir haben immer mit so 100 Düften angefangen und haben die den Nierenzellen gegeben und dann geschaut, ob die reagieren. Und wenn der Duft reagiert hat, die Zellen, dann haben wir die 50-50 Düfte genommen und dann die 10er-Mischung, bis sich herausstellt, es gibt eigentlich nur ein Molekül in der ganzen Mischung. Reines Glück, dass der Henkel uns diese Substanz da reingegeben hat. Dieses eine Molekül Bourgognal, das sieht also so aus, wo ist es denn hier? Das war das Molekül, das diesen Duftrezeptor aktiviert hat. Dann haben wir natürlich gesagt, ist das so, dass es nur einen dieser, sind die so spezifisch, dass sie nur auf ein Molekül reagieren? Und dann kann man nur sagen, das war natürlich nicht so. Sondern es ist tatsächlich so, dass diese Riechrezeptoren nun doch auf verschiedene Moleküle, wie Sie sehen, reagieren. Sie sind nicht so spezifisch wie ein Schweizer Tresor, dass es nur einen einzigen Schlüssel gibt, sondern es ist eher wie so eine Schließanlage. Und das bedeutet also, dass alle diese Moleküle passen in dieses Schloss-Schlüssel-Prinzip. Das heißt, der Rezeptor ist das Schloss, das Duftmolekül ist der Schlüssel, das ihn aufsperren kann. Und da haben Sie eben diese Moleküle, die alle diesen, wir kennen ungefähr 20 mehr, die alle eine gemeinsame Struktur haben, nämlich eigentlich sind diese kleine Struktur hier außen, dieser Teil des Moleküls, das ist eigentlich der eigentliche Schlüssel und der Rest ist ziemlich wurscht, wie so ein Schlüsselbund, wo Sie auch noch andere Sachen dort hängen haben, aber Sie brauchen einen speziellen Schlüssel. Also das war dann der erste menschliche Riechrezeptor. Und ja, dann war natürlich die Frage, muss ich jetzt jedes Mal da, um Gottes Willen, ich kann jetzt jedes einzelne Gen ausschneiden,
muss in die Nierenzellen einbauen, muss mal Düfte testen, um rauszubringen, was kann so ein Rezeptor riechen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist bis heute noch so. Bis heute ist es niemand in der Welt eigentlich vernünftig gelungen, eine andere Technik zu entwickeln als das. Das heißt, bis heute muss noch jeder Entschlüsselung jedes Duftrezeptors mit einem Duft auf die gleiche mühsame Art gemacht werden. Ich sage es Ihnen gleich, es gibt von den 370 Rezeptoren deswegen gerade vielleicht mal 10%. Ich weiß vielleicht 20, weil wir natürlich viele in der Pipeline haben, die wir noch nicht publiziert haben. Also vielleicht 50 der 370 Rezeptoren sind entschlüsselt. Der Rest wissen wir bis heute noch nicht, was sie riechen können, für welchen Duft sie zuständig sind, weil jeder dieser Entschlüsselungen mindestens über Wochen und Monate dauern kann. Und wenn ich den Duft nicht in der Sammlung habe, dann wird das nie funktionieren. Ja. Also was kann man machen? Man kann natürlich versuchen, die Rezeptoren am Computer nachzubauen. Das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns da mit dem Bananenrezeptor beschäftigt, auch sehr viel, und haben den einfach mal, so ein Protein ist ja ein Eiweiß. Eiweiße bestehen, wie die meisten von Ihnen wissen, aus einer langen Kette von Aminosäuren. Und wir wissen, dass alle Riechrezeptoren eine Kette von 320 Aminosäuren haben. Also eine lange, lange, lange Kette, wie so eine Perlenkette, 320 Aminosäuren lang, allerdings nicht lange Ketten, sondern die sind so zusammengeknollt. Nämlich, sie sind alle so zusammengeknollt, dass sie sozusagen eine bestimmte dreidimensionale Struktur haben. Und wir haben also den Bananenrezeptor mal versucht zu modellieren und haben also festgestellt, es gibt irgendwo da in diesem riesigen Knäuel gibt eine Stelle, da ist eigentlich das Schloss drin. Also nicht der ganze Rezeptor ist das Schloss, sondern in den Proteinen gibt es kleine Stellen, die das Schloss darstellen. Also das sind die 320 Aminosäuren hier. Und wenn Sie so zusammenknüllen, so eine Perlenkette, dann sehen Sie, es gibt in der Mitte irgendwie so eine kleine Höhle, die man auch am Computer definieren kann. Die Sachen sind alle in Shanghai gerechnet, weil bei uns gab es überhaupt keine Rechner, die diese Leistung damals vollbringen konnten. Also es dauert mehrere Tage, so eine Struktur zu rechnen von einem so einem Protein. Also hier in der Mitte gibt es so eine kleine Höhle und das ist eigentlich das Schloss, das Türschloss, wo der Schlüssel reinkommt. Und in dieses Schloss, da kann man nun versuchen, hier rein ein Duftmolekül rein zu modellieren. Und das ist das Bananenduftmolekül und das ist eigentlich das Schloss hier außenrum. Und was Sie nun tun können, ist durch den Computer das animieren lassen. Also wir wissen inzwischen, dass die Duftmoleküle wie Schloss und Schlüssel hier reinpassen, dass sie nie mehr weggehen. Wenn ein Duftmolekül im Schloss drin ist, ist es aus, dann bleibt es für immer drin, geht nie mehr raus. Duftrezeptoren sind Einmalartikel. Die müssen dann abgebaut werden, die können nicht wiederverwendet werden, die müssen neu gemacht werden, weil eben dieser Duft da drin ist. Das konnte man auch sehr gut in der hochrangigen Zeitung publizieren. Und die haben das auch gemacht, dass es wie ein Tango ist. Haben gesagt, dass die Duftmoleküle tanzen mit dem Rezeptor Tango. Sie können sich wie beim Tango tanzen vorstellen, das geht immer hin und her und gehen also nie, allerdings ein ewiger, never ending Tango sozusagen, der nie aufhört. Ja. Und heutzutage können wir auch versuchen, oder haben wir dann versucht auch, eben durch solches Molecular Modeling das nachzumachen. Das heißt, hier wäre jetzt das Schloss, was Sie sehen. Wir können jetzt also durch den Computer versuchen, alle möglichen chemischen Strukturen zu nehmen und schauen, passt der in dieses Schloss rein. Also das wäre jetzt irgendein Schlüssel, den man jetzt probieren könnte. Sie sehen, dieser Schlüssel, der passt jetzt nicht, der geht wieder, geht weg. Das ist also kein passender Schlüssel. Also muss man ein anderes, kann der Computer dann ein anderes Molekül machen. Der Computer hat ja Zeit, das zu rechnen. Da kann er dann sich mal ein paar Tage damit beschäftigen. Neue Moleküle bauen. Zum Beispiel diese molekulare Struktur. Und Sie sehen, der passt jetzt nun in dieses Schloss rein, dieses Molekül. Und wenn es da drin ist in dem Schloss, dann kann er auch diesen Rezeptor aktivieren. Sozusagen die dreidimensionale Struktur dieses Proteins so umdrehen, dass jetzt plötzlich diese Bindestelle für diese Signalverstärkungskaskade frei wird und diese CAMP damit hergestellt werden kann. Also das ist dann, wenn das richtige Duft zum Rezeptor kommt. Und um es nicht zu lang zu machen heute, also wir wissen, es sind Einmalartikel, wenn ein Rezeptor den Duft gebunden hat, dann muss er von der Membran weggenommen werden, in die Zelle aufgenommen werden, die Prozesse haben wir alle entschlüsselt in vielen Papers, und dann wird in der Zelle der Duft vom Rezeptor abgespalten, und der Rezeptor wird recycelt und wieder an die Membran zurückgebaut. Gleichzeitig aber, und das ist das Spannende, wird eine Information über diesen Rezeptor in den Zellkern geschickt, um dem Zellkern zu sagen, stell du doch mal, aktivier mal ein paar mehr Gene von diesem Rezeptor. Es scheint, dass dieser Mensch diese Düfte hier in diesem Duftwald leben kann.
Denn sie stellen nicht immer alle 370 verschiedenen Rezeptoren gleichermaßen her. Je öfter sie einen Duft riechen, umso mehr Rezeptoren stellen sie auch her. Das heißt, der Körper passt sich da auch an, damit sie nicht unnötig Proteinenergie verschwenden. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen will, noch zum Schluss, ist, wir können nicht nur Schlüssel bauen, die in das Schloss passen und den Rezeptor aktivieren, sondern wir können auch Schlüssel machen, das kennen Sie von Ihrer eigenen Haustür auch. Manchmal haben Sie einen Schlüssel, dann gehen Sie ins Schloss rein und versuchen, das aufzusperren. Geht nicht, der Schlüssel geht rein, aber Sie können nicht umdrehen. Aber der Schlüssel, den Sie probiert haben, versperrt oder verstopft das Schloss. Das heißt, das Schloss ist blockiert. Wir können nun tatsächlich für jeden Riechrezeptor, den wir bisher entdeckt haben, auch einen Schlüssel machen, der in das Schloss passt, aber es nicht aktiviert. Und Sie können sich vorstellen, der erste, den wir das gemacht haben, war dieser Rezeptor für Maiglöckchenduft, dieser Bourguignard-Rezeptor, Nummer 17, Chromosom 17, Nummer 4. Da haben wir einen Schlüssel gefunden, heißt unter Kanal dieses Molekül. Wenn ich das rieche, dann geht das in meine Maiglöckchenschlösser, blockiert meine Maiglöckchenschlösser und ich kann kein Maiglöckchen mehr riechen. Aber es ist natürlich so spezifisch, dass in Ihrer Nase nur die Maiglöckchenschlösser blockiert werden. Sie können weiterhin Veilchen riechen und Schweinsbraten und was immer Sie wollen, aber kein Maiglöckchen mehr. Und deswegen war ja schon der Traum. Wir haben inzwischen einen Rezeptor für den Korkenduft entwickelt vom Wein, den kennen wir inzwischen auch. Dieser Duft, der das Korkeln vom Wein auslöst. Und da, wenn wir jetzt einen Blocker hätten, einen solchen Schlüssel, dann könnten Sie den Korkenrezeptor blockieren. Sie würden die ganzen Aromen des Weines weiterhin wahrnehmen, nur keinen Korkengeruch mehr. Das wäre natürlich auch ein Traum für viele Weinkenner. Und das Zweite und Letzte, was ich Ihnen heute sagen will, ist, was verrückt ist und was die Nobelpreisträger auch schon gesehen haben, ist, wir wissen heute noch nicht, wie das funktioniert. Jede ihrer 30 Millionen Riechzellen, obwohl sie ja alle Gene hat, alle 370 Riechrezeptorgene, stellt nur eines dieser Gene, aktiviert nur eines dieser Gene, stellt also nur einen Typ von solchen Rezeptoren her. Jede Zelle einen anderen. Es scheint also zu sein, dass wenn Sie ein Riechrezeptorgen aktiviert haben, dass das in irgendeiner Form die Aktivierung aller anderen Gene unterdrückt, sodass jede Riechzelle, die Sie haben, ein Spezialist ist. Die einen Riechzellen stellen nur den Maiglöckchenrezeptor her, die anderen nur den Moschusrezeptor, die dritten nur die Buttersäure, was immer Sie haben wollen. Also jede Riechzelle ist ein Spezialist. Wir haben also 370 verschiedene Riechzelltypen in der Nase. Natürlich kommt jede Riechzelle ungefähr 100.000 Mal vor, so viele verschiedene, aber immer die gleichen. Und Sie können natürlich jetzt, das sind solche Riechzelltypen, die wir kennen. Wir kennen den Zitronenrezeptor, den Maiglöckchenrezeptor natürlich, den Veilchenrezeptor. Das sind ein paar Beispiele von denen, die wir kennen. Aber wir wissen natürlich immer noch von über 300 dieser Riechzellen nicht, was sie riechen können. Und erst wenn wir alle mal kennenlernen, dann wissen wir wirklich über das Potenzial der menschlichen Nase Bescheid. Also jetzt wissen Sie mal die Rezeptoren alles und wir werden das beim nächsten Mal, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte weiter hier, wir werden jetzt beim nächsten Mal hier versuchen, nun die Rezeptoren und diese Düfte jetzt in die Nase zu verfolgen und beim nächsten Mal zu schauen, wie kann denn die Nase diese Signale verarbeiten und vor allem, was macht sie dann aus diesen ganzen Signalen? Wie kann sie da eine Duftgestalt formen? Woher wissen Sie dann, was das für ein Duft ist? Und was macht dieser Duft da mit Ihnen? Also da wird es dann sehr angewandt und werden Sie sehr viel erfahren, was Düfte da mit Ihnen machen. Und am 7. Mai, ich bedanke mich, das sind die Mitarbeiter, die das alles gemacht haben, denen verdankt man ja alles. Ich trage ja hier nur vor, ich bin ja nur der hier erzählt. Also die Arbeit gemacht haben die Leute hier, die da sind. Und wer Spaß hat, es gibt, wie gesagt, so zwei Bücher, die völlig populär sind und auch viel, viel Neues noch erfahren. Wer Spaß hat, kann sich da noch weiter informieren. Ich danke Ihnen mal für diese erste Stunde und hoffe, ich sehe Sie alle wieder irgendwie beim nächsten Mal. Vielen Dank.